Hallo meine Lieben, wie versprochen kommt dann jetzt auch das Fazitvideo. Entschuldigt, dass ich dauernd hier rumschniefe, aber der Heuschnupfen geht los und ich darf ja genau nichts einnehmen jetzt. Dieses Jahr haben wir ein Fazit nicht nur über die Zuckerfastenzeit, sondern über die Zuckerfastenzeit kombiniert mit Schwangerschaft. Ist also vieles anders gewesen dieses Jahr, weswegen wohl mein Fazit auch dieses Jahr durchaus anders ausfallen wird. Ja, erster Punkt, der sonst immer ganz wichtig und angerissen ist, wie haben sich meine Körperwerte verändert? Ich habe anfangs gesagt, dass ich meine Körperwerte diesmal nicht groß erfassen oder festhalten werde, weil ich zum einen nicht sicher bin, ob diese elektronische Messung über Hand- und Fußkontakte gerade gut ist und zum anderen, weil es jetzt halt auch einfach nicht wichtig ist. Ganz im Gegenteil. Wen es interessiert, ich habe es mal eben aufgeschrieben, weil ich es sowieso im Schwangerschaftstagebuch erfasse. Ich habe an Gewicht 2,4 Kilo zugenommen und habe am Taillenumfang 11 cm gewonnen. Ja, verdammt. Also, aber ich bin noch unter 100 cm, eine ganze Ecke drunter, das finde ich gut. Und ich bin auch noch unter 10 Kilo insgesamt Gewichtszunahme. Naja, mal sehen, was noch kommt bis Ende Juli. Ich hoffe, ich bleibe drunter. Ich lege es nicht darauf an, aber es wäre schön, wenn dem so wäre, weil ich fühle mich ja, wie gesagt, jetzt schon sehr unwohl. Ja, ansonsten generell über die Fastenzeit bleibt zu sagen, wie jedes Jahr, rückblickend ging es doch unheimlich schnell vorbei. Wenn man drinsteckt, denkt man sich manchmal, es zieht sich doch ganz schön, aber rückblickend haben wir das, denke ich, doch mal wieder gut gewuppt. Bei mir kam ja natürlich noch dazu, dass ich diese Unterbrechung hatte von den 4 Tagen im Urlaub, die das Ganze auch nicht unbedingt leichter gemacht haben, finde ich. Obwohl ich generell die Fastenzeit jetzt als Obstler als sehr leicht empfinde, weil durch das Obst so viele Möglichkeiten gegeben sind. Das ist ja schon ein bisschen Süßigkeit auch irgendwie. Und ich habe auf jeden Fall beschlossen, wenn ich das nächste Mal wieder faste, dann nicht als Obstler, weil mir hat es das Verlangen nach Süßigkeiten nicht genommen. Also mir hat es das schwerer gemacht und mein Grundgedanke ist ja eigentlich auch sowas zu verzichten auf Süßigkeiten und sowas und nicht über Obst irgendwelche Ersatzgeschichten zu schaffen in Form von Keksen, Kuchen, Brotaufstrich und so weiter, sondern wegkommen von diesem süßen Geschmack, weg von diesem Zucker, was dann ja auch einfach das Verlangen beeinflusst. Also da würde ich es nächstes Jahr anders handhaben. Generell plane ich auch wieder, das nächstes Jahr zu machen. Trotz Kind, Kinder sollen ja anfangs eh möglichst zuckerfrei ernährt werden, von daher kann Joshua da ja problemlos mir ein gutes Vorbild sein. Ansonsten nochmal zurück zum Thema Obstler. Ich glaube, das Obstler-Dasein ist für mich das Mittel der Wahl für nach der Fastenzeit und ich hoffe, dass es mir das nach der Fastenzeit dieses Jahr leichter macht, weil sonst hat man immer die großen Vorsätze und sagt, ich bleib dabei oder nur noch eine Ausnahme die Woche oder sowas. Und ich bin ganz ehrlich und verkackt es dann. Ich sag's mal, wie es ist. Also das klappt ja doch nie. Also bei mir, um Gottes Willen. Ich kann das nicht pauschalisieren, bei mir ist es so. Ich falle ganz schnell in altes Verhalten zurück, einfach aus Bequemlichkeitsgründen. Und ich hoffe, dass mir das Obstlersein das vereinfacht. Also weil zum Beispiel dieser Brotaufstrich, den ich gemacht habe, der schmeckt mir viel, viel besser als Nutella oder Nusspli oder wie sie alle heißen, weil das eben nussiger Geschmack ist. Und ich weiß, es ist für mich gesünder. Da ist Butter drin und kein Palmfett. Da ist Obst drin und kein raffinierter Zucker, also eben die Datteln halt. Ne? Ich weiß, das tut mir gut und ich weiß, es schmeckt mir besser. Also ist das was, woran ich festhalten möchte. Genauso wie ein gutes neues Brötchenrezept für sonntags morgens, was ich gefunden habe. Dann müssen es nicht unbedingt die Aufbackbrötchen sein. Also natürlich muss man den Teig vorbereiten und dann 40 Minuten gehen lassen und 20 Minuten backen. Aber ich finde, an einem entspannten Sonntag sollte man sich die Zeit nehmen und die Dinger frisch backen. Ist ja eigentlich kein Problem. Genauso der Ketchup, der sehr, sehr lecker ist, oder auch die Remoulade, die so flott gemacht war und so lecker war. Die Brühe, die ich selber gemacht habe, die super funktioniert hat. Das Brotgewürz für leckeres, frisch gebackenes Brot, auch mit dieser tollen neuen Brotbackform.
Also hat es mir doch, hat gar nicht alles mit Obstlasein zu tun, aber es hat mir viel gezeigt, das ist ja in der Fastenzeit, was ich ändern und beibehalten kann im Prinzip. Ja. Ja, ich bin guter Dinge. Aber gucken, ob das klappt. Generell die ganze Symptomatik, die sich so bei mir gezeigt hat, ist natürlich dieses Jahr ein bisschen schwierig zu beurteilen. War das jetzt ein Symptom der Schwangerschaft oder hat das mit dem Fasten zu tun, so wie die trockene Haut, der Durst, die Müdigkeit, die Kopfschmerzen? Was definitiv typisch Fastenzeit war für mich, waren trockene Lippen und der Kloß im Hals, das kennt ihr von mir. Und ja, der Hieb auf Apfelsaft und Kaugummi, das habe ich irgendwie auch jedes Jahr. Ja, dass die Unterbrechung nicht so gut war, das habe ich ja schon gesagt. Über die Vorsätze habe ich gesprochen. Ich muss ja auf meinen Spicker gucken, sonst rede ich so wirr durcheinander. Ja, ich habe ja im anderen Video schon erwähnt, dass ich diesen leckeren italienischen Osterkuchen gebacken habe und bin ganz gespannt, den zu probieren. Freue mich auf unseren Besuch und bin, wie gesagt, motiviert, mich zuckerfrei weiter zu ernähren. Mich würde interessieren, wie ist dein Fazit? Wie brichst du das Fasten? Hast du irgendwas Besonderes, womit du das Fasten brichst? Oder sagst du einfach, ich versuche das ausschleichen zu lassen oder möchte gar nicht einen riesen Akt draus machen? Ein kleines Feedback würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, ich sag dann jetzt einfach mal, bis nächstes Jahr. Tschüsschen, die Ju.